Ahoi ihr Lieben, auch bei AIDA gibt es ja mittlerweile zahlreiche Getränkepakete für die verschiedensten Bedürfnisse, entweder nur alkoholfrei oder aber zusätzlich mit Bier, Wein und Sekt oder aber nochmal zusätzlich mit Longdrinks und Cocktails. Aber trotzdem gibt es einige Dinge, die nicht enthalten sind im Getränkepaket. Und welche das sind, das gucken wir uns jetzt mal an. Zum einen ist das Kaffee, der aus Bohnen gemacht wird, von Starbucks. Ja, das ist ja immer beliebter an Bord der AIDA-Flotte. Aber der Kaffee, der aus diesen Bohnen gemacht wird, der ist nicht in den Getränkepaketen enthalten. Die Kaffeeautomaten in den Buffet-Restaurants, die sind auch nicht im Reisepreis enthalten. Die gibt es ja auf den neueren Schiffen für Cappuccino oder Latte Macchiato beispielsweise. Aber enthalten sind diese Getränke in den Getränkepaketen nicht. Hat man mal in der Nacht Durst, ja, dann bleibt fast nur noch der Automat, den man dann irgendwo auf den Gängen findet. Ja, und auch dort sind die Getränke im Getränkepaket nicht enthalten. Das Brauhaus ist an Bord der AIDA-Schiffe extrem beliebt. Dort wird Bier selber gebraut. Und auch wenn man ein Getränkepaket hat, wo Bier enthalten ist, das Brauhausbier, das ist in diesen Paketen jedenfalls immer nicht enthalten. Das einzige Getränk, das auf die Kabine geliefert wird, das ist die Wasserflasche. Ja, und auch die ist nicht im Getränkepaket enthalten. Wenn ich jedoch eine AIDA-Reise gebucht habe im Premium-Tarif, dann gibt es 2 Flaschen pro Kabine und Tag. Auf der Streetfood-Meile auf AIDA Nova kann man auch Getränke kaufen, zur Currywurst beispielsweise. Aber kleiner Haken, das sind alles geschlossene Getränke, geschlossene Flaschen. Und die sind ebenfalls nicht im Getränkepaket enthalten. Ja, also ihr seht, ne, es gibt eine ganze Reihe Ausnahmen. Ja, das ist für mich tatsächlich auch der Grund, weswegen ich mich eigentlich von Getränkepaketen so ein bisschen fernhalte, weil ich immer denke, okay, wenn ich alles einzeln kaufe, dann kann ich letztlich da trinken, wo ich möchte und muss mich nicht damit beschäftigen, wo jetzt da irgendwas enthalten ist und wo nicht. Ja, wer das machen kann, wer das auch machen möchte, der kann natürlich dann auch so eine sogenannte Genießerkarte kaufen. Ja, das finde ich aber auch relativ kompliziert. Da muss man auch einen gewissen Mindestumsatz garantieren. Zum Beispiel 100 Euro und dann kann man das Ganze für 90 Euro kaufen, spart also 10%. Ja, dann gelten da die Orte, die ich genannt habe, teilweise nicht. Ja, aber wie gesagt, auch das finde ich eigentlich relativ kompliziert, mich damit zu beschäftigen. Ja, da muss ich zusehen, ist die Karte am Ende auch verbraucht oder. Ja, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Lasst es mich mal wissen, was sind eure Erfahrungen, lieber mit Getränkepaket oder ohne. Und ja, wenn ihr Angebote mal checken wollt mit AIDA, dann schaut mal hier und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Achso, Daumen hoch wäre noch super. Ciao.